Herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, wir haben letztes Mal hier schon ein bisschen angefangen. Ich habe auch ein bisschen weitergebaut in der Zeit. Zum einen habe ich jetzt, weil ich noch so viel übrig hatte, habe ich die Eisenstangen hier jetzt noch verteilt als Spiderschutz, wenn die Säule hier hoch wollen. Und hier habe ich auch ein bisschen mehr. Ich hatte vorher ja nur 2 Reihen, war aber doch ein bisschen, ja, gefährlich. Und dann habe ich einfach probiert, in der Hoffnung, dass es nicht einstürzt, habe ich hier von der Säule zu dem Mittelteil hier verbunden und dann hier in der Mitte aufgefüllt. Und es hält, es sieht gut aus und ich kann mich frei bewegen, ohne Angst zu haben, dass ich runterfalle. Ja, ich habe jetzt auch hier die Säulen, da habe ich jetzt noch gelassen, damit ihr das dann auch seht. Die Säulen habe ich verlängert. Und will dann auch hier zur nächsten Etage so eine Zwischenstrebe bauen. Hier habe ich das dann schon fertig. So sieht es dann aus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch und werten den Rest noch auf. Genau, ich habe hier einfach schon mal die Ecken fertig gemacht und hier halt auch alles. Hier habe ich auch freigelassen. Da würde ich dann, glaube ich, Fenster reinbauen. Und ja, das sieht man aber dann praktisch. Das Grundgerüst. Einfach mal alles aufwerten. Habe ich auch keinen Beton mehr. Dann müssen wir mal nach Hause. Gut, hilft nichts. Zurück. Können wir auch gleich eine Türe und Stahl und alles, was ich sonst so vergessen habe, mitnehmen. Beine sind auch nicht mehr gebrochen, deswegen können wir schön rennen. Kann ich auch noch verräumen. Das waren von diesen Zombies, die ab und zu mal vorbeigucken, mich besuchen kommen. Ganzer Loot. Was haben wir denn? Zack. Ja gut. Quest muss ich auch mal machen. Am besten ist das, wenn man die in den Hordennächten macht. Da kommen nämlich die ganzen Zombies zu einem. So, Eisenstangen, glaube ich, brauche ich nicht mehr. Haben wir noch genug? Ich nehme mal lieber nochmal welche mit. Ich habe noch genug, brauche ich keine herstellen. Was wollte ich noch? Eisen wollte? Ach nee, habe ich ja. Das hier wollten? Das hier wollten wir. Die brauche ich nicht mehr. Kann man auch mal wegklappen. Jetzt mal gucken, ob die Schmieden... Ja, die haben nichts mehr, was sie verbrennen können. Bitteschön. Die hat noch ein bisschen, aber immer aufhören. Immer reinfahren. So kommen wir zu dem ganzen Zeug. Ja, 50 Minuten reicht noch. Zement arbeitet nicht mehr. Jetzt. 4 Schmieden sind einfach nur für Stein. Ach ne, die haben ja alle drin. Nur für Steine und Zement. Und 2 Schmieden habe ich, wo halt nur Eisen und so Zeug reinkommt.
So, alles wegpacken. So, Beton haben wir jetzt wieder. Und was brauchten wir noch? Ich weiß, ich vergesse eh wieder alles. Beton, Holz, Eisen, Stahl. Ich glaube, ich habe alles. Habe ich Hunger? Ja. Schon mal im Kühlschrank vorbei wird. Ah, Besuch haben wir auch. Schrei du mal ruhig weiter. Ich guck mal, aber ich glaube, die Stacheln haben es ja schon erledigt. Jawohl. Sehr brav. Ich mag das. Eine Tür wollte ich noch mitnehmen. Ich wusste, dass ich irgendwas vergesse. Und bei den Schreiern ist halt einfach, ich mag das ganz gerne, wenn die einfach die Stacheln kaputt macht. Nein, also die Stacheln, die Schreierzombie kaputt macht. Weil bis ich dahin gelaufen bin, die gesehen habe und dann erschossen habe, hat die immer so ein paar andere Viecher gerufen. Und deswegen einfach, wenn die Stacheln laufen lassen, die machen das schon und ich habe meine Ruhe. Also Wanderhorden kommen ja auch oft genug für Loot. Und ich nehme halt, wenn ihr die Folge angeguckt habt mit meiner 66. Horde, dann seht ihr, dass ich da genug Loot bekomme. Also mir mangelt es bei nichts. Ja, während ich aufwerte, ich hätte Glas mitnehmen können. Ich wusste es. Ah. So, jetzt haben wir alles aufgewertet. Dann ziehen wir hier die Decke rein. Dann mache ich von außen noch die Säulen fertig. Das war falsch. Wie gesagt, mit meinen vielen Falschsätzen, ich bin so froh, dass es diese Rahmen gibt und ich nicht mit den fertigen Betonklötzen alles erstellen muss. Dann bleibt mehr Arbeit mit dem Falschdinger wegklopfen als bei alles andere.
Ja, sieht doch schon ganz nett aus. Die Bäume fällen, da hat man eine schöne Aussicht. Und ich habe hier jetzt nochmal eine Etage. Denke ich, mache ich hier noch eine. Ups. Jetzt so. könnte man ja eigentlich dann ein Lager hier reinbauen, zum Beispiel. Ich teste halt auch schon ein bisschen für Alpha 16, was ich dann baue, ob ich mir wieder so ein fettes Teil wieder hinten baue. Wobei die Gänge manchmal wirklich eng sind. Oder so eine Burg, wie auf den Maisfeldern, wo ich hier gebaut habe. Ja, ich weiß noch nicht. Bin mir noch ein bisschen unschlüssig, was ich dann mache. Schaffe ich das? Ja. Ich hasse das. Habe ich es immer verdreht? Mann. Danke. So. Schön. Ja, dann haben wir das auch schon fertig hier. Sehr schön. Dann kann ich hier praktisch wieder nach oben bauen. Ich glaube, hier machen wir dann auch Fenster. Ich müsste eigentlich genug Duschglasblöcke haben. Die finde ich persönlich am schönsten. Kann man schön durchgucken. Ich hoffe, ich kriege das Stockwerk hier jetzt noch fertig. Ich weiß nicht, wie viel der kleine Käfig da unten trägt, weil eigentlich schon witzig, wenn man überlegt, dass der nur auf diesen paar Säulen steht, der ganze Turm. Genug. Ist das die Mitte? Ja.
alles so langwierig. Bin auch nicht gerade die Schnellste, aber ich möchte nicht runterfallen und ich möchte, dass es gut aussieht. So, und jetzt komme ich nicht hoch. Doch. Oh, oh. Wo ist die? Da unten. Zack, lieber nochmal, bevor sie wieder aufsteht. Ich finde den Sonnenuntergang immer so schön in dieser Gegend hier. Am Anfang hatte ich ja immer Angst, weil das so rötlich wird. So, was jetzt schon wieder wurde? Aber ein Blick in den Himmel sagt mir, nein, ich habe noch Zeit. Schneegebiet ist ja auch klasse, aber wenn man dann immer friert und nee, zum Bauen vielleicht so einen kleinen Außenposten, der ist ganz nett, aber ich weiß nicht, das Grün ist doch irgendwie ein bisschen schöner. Und ich sehe meinen Schnee. Das ist richtig schön. Berg. Wieder kein Beton. Och nö. Ja gut. Dann würde ich aber erstmal Schluss machen. Dann gehe ich in der Nacht nochmal rüber, gucke, ob ich noch ein bisschen Beton... Ja gut, ich habe genug Beton. Beton holen, eine Türe wollte ich, dass ich mal alles zusammenpacke und dann hier wieder mit euch zusammen hoffentlich weiterbaue. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.